Hallöchen Freunde und schön, dass ihr am Start seid zu Grounded. Ja, die finale 1.0 Version ist jetzt draußen und ich dachte mir, wir machen mal ein kleines Let's Play draus, oder? Habt ihr Bock? You can't touch this. You can't touch this. Ich hatte es schon mal ganz kurz angespielt vor ein paar Wochen, aber überhaupt nicht weit. Also ich habe absolut gar keinen Dunst von dem Game. Aber jetzt, wo die finale Version draußen ist, dachte ich mir, komm, wir zocken es nochmal. Hat damals schon viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund ich überhaupt angefangen hatte, damit aufzuhören. Willst du dich boxen? Bam! Samt Milbe. Aufs Maul, jawohl. Was kriegen wir ein schönes? Milbenpelz, okay. Hier drüben ist noch eine. Komm, die boxen wir auch noch. Oh, Arbeitermeise. Oh Gott, die hat richtig reingehittet. Scheiße. Du wurdest verletzt. Fertige Verbände, um mit ihnen deine Gesundheit wiederherzustellen. Mann! Die war aber mal gleich. Ja, ist doch gut, Ameise. Ich hab's nicht so gemeint. Die lässt mich nicht in Ruhe, ne? Aber der hat so viel reingehauen gerade mit dem ersten Schuss. Ersten Schuss, was laber ich für einen Scheiß? Mit dem ersten Schlag, ersten Biss, was auch immer. Nein, ich kann nicht mehr rennen. Ameise, lass mich in Ruhe. Hau ab. Gut, also, wir sind ganz schön klein. Oh, die lässt nicht in Ruhe. Soll ich es riskieren, jetzt gleich zu sterben? Ich hab halt auch gar nichts. Aua, ah. Nee, ich bin gleich tot. Ja, das war's. Geil. Schöner Start. Starten wir halt nochmal. Was soll der Geiz? Also, keine Ameisen schlagen. Zumindest noch nicht jetzt ohne Ausrüstung und ohne alles. Ja, Videosequenz habe ich jetzt mal übersprungen. Also, wir sind irgendwie alle ganz schön klein. Oder ein paar Teenager sind verschwunden. Keiner weiß genau, woran es liegt. Und wir befinden uns hier im Garten und kämpfen uns durch die Welt. Ich finde es irgendwie geil, mal so ein bisschen mini zu sein. Die Welt einfach mal als so kleiner Dude zu erleben. Gefällt mir. Wir haben einen Rucksack. Finde etwas Essbares und iss es. Stein, Kiesel. Ah, guck mal, die hätten wir bestimmt auf die Ameise werfen können, ne? Werfen R. Ja, okay, alles klar. Jetzt wissen wir Bescheid. Kunde deine Umgebung, benutze den Ressourcenanalysator. Wir gehen mal ran. Die guten Hirnschmalzfreischaltungen, wer kennt's nicht? Also, Ressourcenanalysator. Gültigen Rohstoff zur Analyse auswählen. Wir haben 3 Energie. Also wir können hier Zeug reinpacken. So viel weiß ich schon. Achso, mit Space analysieren. Milbenpelz. Science! Neue Rezepte entziffert. Pfeil, Milbenhut, ausgestopfte Milbe, Felspelz. Also hier können wir sozusagen die Rezepte freischalten. Wir haben hier aber nur eine bedingte Energie, die erst nach einer gewissen Zeit wieder freischaltet. Ich weiß nicht, ob wir gleich alles raushauen. Falls ich da ein bisschen komisch klinge, tut mir leid, ich hänge gerade ein bisschen mit Corona zu Hause rum. Mich hat es tatsächlich auch mal erwischt, das erste Mal. Alles an sich gut überstanden, aber kann halt sein, dass die Stimme und so, Nase und so, alles noch nicht so geil klingt. Aber ich wollte jetzt trotzdem ein bisschen aufnehmen für euch. Also lasst gerne ein Like und ein Abo da, weil ich mich hier trotz Corona hinsetze. Nee, Quatsch, aber ich würde mich über ein Abo natürlich sehr, sehr freuen. Analysiere einen Kiesel im Ressourcenanalysator. Alles klar. Wir müssen natürlich erstmal einen Kiesel fangen. Wir hatten doch gerade einen, den habe ich irgendwo hier hinter gepfeffert. Ich glaube hier. Und rein damit. Science! Ich feiere das irgendwie mega. Kiesel, Speer, Kiesel, Axt, das klingt schon mal gut. Und Hirnschmalz auch wieder mehr geworden. Perfekt. So, Pflanzenfaser, analysieren. Stachelsprössling, Wegmarkierung, Spießgrill, Sprösslingzaun, Pflanzenfaser. Rohstoffsucher auch nicht. Oh, wir haben hier ein paar Riegel. Die snacken wir uns aber mal auf ganz gemütlich gleich rein. Analysiere Pflanzenfasern im Ressourcenanalysator. Finde etwas Essbares und iss es, zieh dich nach weiteren wissenschaftlichen Geräten rum. Also was Essbares haben wir gefunden. Bam, einmal rein, haben wir wieder was erledigt. Perfekt. Pflanzenfaser hatten wir ja gerade schon analysiert. Wir haben, glaube ich, keine Energie mehr, ne? Ah doch, wir haben nochmal. Ach nee, ich habe Sprössling. Entschuldigung, ich habe es falsch ausgewählt, habe ich nicht gemerkt. Jetzt aber, Pflanzenfaser. Grobes Seil, Faserverband, Pflanzenbrei. Und bam, Hirnschmalz Stufe 1. Ich glaube, wir müssen uns bald mal um was zu trinken kümmern, weil es sieht schon wieder ganz schön mager aus. Aber vorher gibt es eine Kieselaxt. Hier oben haben wir Waffen, Kieselaxt. Was brauchen wir alles dafür? Fehlende Zutaten. Wir brauchen noch einen Stein und ein grobes Seil. Grobes Seil. Hier, herstellen. Haben wir? Jetzt brauchen wir bloß noch einen Stein. Hier hinten lag noch einer. Was war denn das? Alter, ein Riesenrabe. Wie geil, den hatte ich ja noch nie gesehen. Ist auch mit der Unschärfe geil gemacht. Wenn wir hingucken,
Jawohl, ey, das gefällt mir sehr gut. Boah, ich habe echt Bock aufs Spiel. Oh, guck mal, ein Rüsselkäfer. Nee, du musst leider dran glauben. Perfekt, nehmen wir mit, Rüsselkäfer-Rüssel. So, zwei Steine haben wir. Also wir müssten doch jetzt eine coole Axt herstellen können. Wir gucken mal. Kieselaxt, jawohl. Dann können wir jetzt nämlich, glaube ich, auch langsam hacken. Aber wir brauchen... Boah, dieser Rabe. Da fliegt er. Mach's gut. Finde Wasser. Da hatte ich, wo ich kurz angespielt hatte, echt Probleme damit, weil ich es überhaupt nicht gecheckt habe. Aber wir haben ja hier überall diese Tropfen irgendwo hängen. Die sind, glaube ich, lieb. Man darf sie bloß nicht hauen. Untersuche die mysteriöse Maschine. Ja, ich würde gern erstmal Wasser finden, bitte. Ab und zu liegen die nämlich auf dem Boden rum, aber ich glaube, meistens hängen die irgendwie hier an den Dingern dran. Ich sehe nur absolut gar keins. Doch, hier oben, guck. Das heißt, wir müssen doch eigentlich nur hier reinkloppen. Jawohl, da haben wir's. It's no women crime, but it's better than nothing. Frisches Regenwasser, war noch nicht mal auf dem Boden. Bisschen am Grashalm hängen geblieben. Ich denke, das ist in Ordnung. So, sieht gut aus. Also, wir haben eine Kieselaxt, wir haben einen Riegel noch. Den können wir uns bald noch reinpfeffern. Jetzt gucken wir uns mal hier die mysteriöse Maschine an. Was haben wir denn hier? Läuse, Honigtau. Ist das was zum Futtern? Ekliges Wasser trinken wir auf jeden Fall nicht. Hallo, dich kenne ich auch noch nicht. Nö, die kommt nicht auf mich zu. Aber ich glaube, die ist wirklich ein bisschen betrunken. Aber stellt's euch mal vor, wäre bestimmt geil, mal so für einen Tag. Gut, wir würden wahrscheinlich direkt sterben an irgendeiner Ameise, aber einfach mal das Leben oder die Welt aus einer anderen Perspektive sehen. Stell ich mir geil vor. Also hier drüben sieht ja easy aus. Ist ja nur das Blatt. Ich glaube, das müssen wir nur kaputt hauen, oder? Jo, den Laser haben wir. Au. Rüsselkäfer. Was macht denn die Axt? Oh ja. Die Axt pfeffert aber ordentlich rein. Guck mal, die sind am Strahl. Die haben Bock, sich lasern zu lassen. Alte Tätowierung, die wieder weg muss. Alles klar, Fliege, mach ruhig. Was schwächt diesen Laser? Wenn ich mich richtig erinnere, müsste es das Kabel gewesen sein. Irgendwo geht hier so ein Kabel lang. Aber sehr viel weiter habe ich tatsächlich auch gar nicht gezockt damals. Also irgendwo muss so ein Kabel sein, wenn ich mich richtig erinnere. Soweit hatte ich zumindest schon mal gezockt und das Ding war irgendwie, glaube ich, angefressen oder irgendwelches Zeug war drauf. Also wir müssen irgendwie... mit dem Laser hier klarkommen. Wir laufen jetzt einfach mal dahinter, wo es hinstrahlt. Hier, guck. Die Viecher hier knabbern nämlich rum. Weg mit euch. Du genauso. Das ist ein Elektrogeil, oder was? Ah. Oh, jetzt kommen sie aber alle hier. Hallo, Samtmilbe. Hauen wir uns gleich noch den Riegel rein. Ja, ne? So viel bringt ja gar nicht. Wir müssen bald gucken, dass wir irgendwie was Geiles zu essen bekommen. Ah, ich glaube, wir brauchen eine Fackel. Stell eine Fackel her. Ja, wäre gut. Fackel. Was fehlt denn? Grobes Seil zweimal. Haben wir? Einmal Saft. Fehlende Zutaten. Wo kriege ich diesen Saft her? Herstellen kann ich den ja, glaube ich, nicht. Ich will hier aber auch nicht... Ach, guck mal. Perfekt. Danke, liebes Spiel. Das gefällt mir. Ich mag das einfach, wenn Spieler einen so ein bisschen an die Hand nehmen am Anfang. So irgendwelche Games, wo du einfach reingeworfen wirst und du checkst gar nichts, ist der absolute Horror. Ich mag das nicht. Ich will, dass mich ein Spieler einfach ein bisschen an die Hand nimmt. Was fehlt denn jetzt noch? Trockener Grasbrocken. Kacke. Wo finde ich das? Ja, also Spiele, die dir gar nichts erklären, kann ich überhaupt nicht leiden. Aber was eigentlich fast noch schlimmer ist, sind Spiele, die dir innerhalb von 10 Minuten dieses komplette Spiel beibringen wollen und 1 Million Tipps und Sachen kommen und du überhaupt nicht durchblickst. Also das finde ich ja fast noch schlimmer. Brauchen trockenes Gras. Ach, guck mal, hier, oder? Ja, das sieht gut aus. Jawohl, da haben wir es doch. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Inventar ist. Ob wir... Alter Schwede, Marienkäfer, hallo. Alter, wie hübsch. Wie hübsch. Kriegen wir dich? Jawohl. Was war's denn Schönes? Läusefleisch. Wir müssen bald gucken. Hunger kommt schon wieder langsam. Oh, it's getting dark. Should probably find somewhere to crash. Oh, ich wollte jetzt noch schnell hier rein. Schaffen wir das noch? Komm, wir machen das noch ganz schnell. Aber ich glaube, die Nächte sind nicht so geil, ne? Da kommen irgendwann die Spinnen raus. Samt Milbe. Jawohl. Natürlich schön alles einsammeln hier. Da unten ist noch was. Samtmilbe.
Jawohl. Hört auf, an dem Kabel zu klammern. Müsstet ihr nicht alle einen Stromschock kriegen und tot sein? Untersuche die Maschine weiter, baue ein offenes Zelt, stell einen Faserverband her. Wir gehen erstmal hier raus. Und dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir unser Lager erstmal irgendwo in der Nähe von dieser mysteriösen Maschine bauen. Bin doch keine Maschine. Ich bin ein Winzling aus Fleisch und Blut. Also wir brauchen eigentlich ein kleines Lager. Bau ein offenes Zelt mit B. Offenes Zelt? Ja, wir müssen es ja nicht hier drauf bauen. Können wir es hier drauf bauen? Nee, schade. Wir basteln das jetzt einfach mal fix hier hin. Und jetzt steht da, was wir brauchen. E ist bauen. Wir hatten alles, ne? Zack, da haben wir es. Perfekt. Schlafen würde ich jetzt noch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Helligkeit. Also, die Maschine müsste wieder funktionieren. Wir drücken nochmal Activate. Was passiert jetzt wohl? Was denn da passiert? Ja, würde ich schon meinen. Untersuche die Explosion. Wir sollten noch einen Faserverband herstellen. Guck mal, das ist bestimmt hier bei Leben. Und ich finde mich sogar sofort zurecht im Menü. Ich finde das geil, das Spiel bis jetzt, wirklich. So, herstellen. Spießgrill. Ein Spieß, um darauf etwas zu rösten. Essen ist verzehrbereit, sobald es lecker aussieht. Brauchen wir 4 Kiesel. Ich würde sagen, wir bauen uns gleich mal einen Grill, weil der Hunger kickt schon wieder rein. Wir haben ja eine ganze Menge an Fleisch schon gesammelt. Aber so roh möchte ich jetzt nicht unbedingt Lausfleisch essen. Dann basteln wir uns doch gleich einen Grill. Zack. Machen wir hier gleich neben die Hütte. Haben wir. Raus und super bauen macht er gleich alles mit einmal, ne? Genau, muss angezündet werden, um darauf rohes Fleisch zu braten. Braten. Rohes Läusefleisch. Es knuspert. Und sieht sogar schön aus mit dem Licht. Ich würde sagen, wir hauen uns das fix noch rein zum Futtern und dann geht's erstmal pennen und dann gucken wir mal wegen der Explosion. Und da ist es fertig. Jawohl, Läusebraten. Hauen wir uns direkt rein. Wow. Geil, alter Schwede. Das hat er mal richtig reingepfeffert. Wir hauen uns pennen. Machen wir das noch aus? Kann ich das ausmachen? Nee, ne? Das einmal läuft, läuft das. Okay. Komm, wir schlafen 8 Stunden. Wie spät haben wir es denn? 3.05 Uhr. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen später ins Bett gehen sollen. Trauen wir uns hier mitten in der Nacht? Oh Gott, das hat ja richtig... Ah nein, jetzt... Ach, die komplette Laus war für umsonst. Scheiße. Das hat ja richtig, richtig viel gekostet. Jawohl. Komm her. Perfekt. Und hier haben wir auch noch eins. Jetzt müssten wir bloß mal noch eine Laus finden oder irgendwas Verzehrbares. Ameise. Nee. Keine guten Erfahrungen gemacht vorhin. Hier, Rüsselkäfer. Hat er auch Fleisch gegeben? Hä? Ach da, Rüsselkäferfleisch. Einmal roh. Ja, perfekt. Ich würde gern braten. Kann ich hier... Hä? Mehrere Sachen dran hängen, ja. Perfekt. Braten gleich alle 3. Und alles super. Frisst die jetzt mein Fleisch? Die frisst mein Fleisch? Nee, nee, nee. Also wenn es um mein Fleisch geht, werde ich aber zur Königameise. Nee, wie heißt sie? Keine Ahnung. Okay, wir haben mittlerweile eine gute Chance mit der Axt. Hier, du hast gesehen, was mit deinem Kumpel passiert ist. Ich würde es mir überlegen. Ich würde es mir ganz dolle überlegen. Kannst dich verpissen, kannst du. Hau ab. Ja, hat auf mich gehört. Okay, da müssen wir echt aufpassen. Also wir müssen das bewachen, wenn das kocht. Untersuche die Explosion an der Eiche. Da müssten wir ja irgendwo eine große Eiche sehen. Hier, ja. Ja, ich würde sagen, das ist sie. Essen, trinken sieht gut aus. Wir haben eine Axt. Können uns ein bisschen wehren. Ameisen sind auch nicht mehr das Problem. Sieht doch schon gut aus für die ersten paar Minuten hier. Jetzt müssen wir aber mal fix darüber. Die Geräuschkulisse ist echt Wahnsinn, ne? Du hörst die ganze Zeit irgendwo was. Ich habe halt echt Schiss, dass hier irgendein Vieh auf einmal um die Ecke kommt. Da hinten ist die Eiche. Eiche. Eiche, Ekotema, oh Gott, wie lange ist das bitte her? Ich würde sagen, wir müssen dahinter. Es gab eine Explosion, wir haben sie gehört, wir haben sie gesehen. Jetzt würden wir sie gerne nochmal riechen und fühlen. Oh, Rüsselkäfer gegen links. Wir nicht, wir sind Homies. Aber das ist mein Essen. Ja, wir sind an der großen Eiche, ja, auf jeden Fall.
Ach, guck mal, hier drüben. Hier ist es. Ich würde sagen, wir haben es gefunden. Perfekt. Erkunde das Labor. Ah. Na gut, der war zu flink. Da musste wirklich beim ersten Mal treffen. Noch ein Ressourcenanalysator. Hat der jetzt andere Aufladung oder ist er gekoppelt mit dem anderen? Wir hauen einfach mal was durch, oder? Schleimpilzleuchte, Schleimpilzfackel. Den würde ich eigentlich gerne essen. Wir können gerne mal hier Saft reinbuddern. Pflanzenleuchte, Werkbank. Saftleuchte. Wieder mehr Hirnschmalz. Was haben wir noch? Wir hauen mal noch Grasbrocken rein. Stängellager, Plattenlager. Okay, na, haben wir zumindest wieder ein bisschen was erforscht. Was das alles ist, gucken wir uns später noch an. Science, Quarks, Bosons, Contain, Cool, Witch Dimension. Also hier war jemand auf jeden Fall am Stissel. Analysiere eine Grasplatte im Ressourcenanalysator. Baue eine Werkbank, erkunde das Labor. Na, wir gucken jetzt erstmal nach dem Labor, weil die Werkbank hätte ich natürlich ganz gerne irgendwo in der Nähe unserer Base. So viel gibt es noch nicht zu entdecken. Hilf Burgel. Bist du Burgel? I got you. Moin, moin! Thanks for the helping hand. Keine Ursache. I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. Ja, erklär mal ein bisschen. Ich fasse mal kurz für euch zusammen, weil der gute Bürgli hier vorne hat echt eine ganze Menge gequatscht. Also, wir wurden von Dr. Wendell Tully geschrumpft. Der hat eine Maschine, die heißt Space R, die macht wohl irgendwie so eine Sachen. Er hat ganz, ganz viele Labore hier. Aber der gute Bürgel wurde leider bei der Explosion gerade beschädigt, deswegen müssen wir Speicherchips suchen. Es gibt wohl normale und super Speicherchips und die müssen wir suchen und ihm bringen, damit er wieder an sein Wissen herankommt. Damit wir die Maschine, die Space R, wieder... auch wieder reparieren können durch sein Wissen, um am Ende damit halt wieder groß zu werden. Das ist so zusammengefasst alles, was gerade gesagt wurde. Wir sollen jetzt hier erstmal an das ASL-Terminal. Ich muss gedrückt halten. Soll jetzt erstmal unsere ganzen Fingerabdrücke und Handflächen scannen und alles durchführen. Hole einen Superchip für Bürgel. Da haben wir's. So, alles klar. Kaufe mittels des ASL-Terminals eine Verbesserung im Wissenschaftsladen. Wissenschaftsladen. Schmiede. Arbeitsplatz, um Waffen mit verschiedenen Materialien aufzuwerten. Wir haben hier 410 von. Kochen für Anfänger. Kombiniere Zutaten, um verschiedene Speisen zu kochen. Können wir uns aber alles nicht leisten. Also wenn, dann wird es nur die Schmiede. Komm, kauf mal. Dann gehen wir erstmal flink wieder raus. Ich glaube, sehr viel mehr. Ah doch, guck mal. Da, immer das gedrückt halten. Wir kommen doch noch hier hinter. Dauert ewig. Aber hier scheint wohl einiges kaputt gegangen zu sein. Aber ich will wissen, was das hier ist. Science. Wir sollen auf jeden Fall zu dem Heckenlabor gehen. Soll irgendwo im Südosten sein und natürlich in einer großen Hecke. Was haben wir hier? Eichenlabor, das haben wir gefunden. Er meinte Südosten. Also hier. Wird man fast denken, das ist die Hecke, ne? Aber bevor wir das tun, machen wir uns nochmal fix zurück zur Base, weil wir sollen ja eine Werkbank bauen und wir müssen langsam auch mal wieder essen und trinken und alles. Arme kleinen Rüsselkäfer, tut mir leid, aber hier geht's ums Überleben. Nee, schlafen wollte ich nicht, aber eine Werkbank wollten wir bauen. Werkbank. Super bauen. Dreimal Grasplatte, wir hatten doch hier welche schon. Eins, zwei, drei. Ach, perfekt. Rüsselkäfer, ihr seid aber auch irgendwie ein bisschen drauf aus, dass ihr direkt vor meiner Nase rumlaufen müsst. Oh, da haben wir es doch. Grastür, Graswand, perfekt. Hirnschmalz wieder nach oben gegangen. Ich würde sagen, wir analysieren hier immer gleich alles, ne? Weil ist ja sonst verschenkte Energie. Rüsselfleisch rein. Ausgestopfter Rüsselkäfer. Rüsselkäfer-Schild. Oh ja, das ist bestimmt geil. So, Kleeblatt auch analysiert. Jetzt können wir noch Vorratskorb und Kleetisch und sowas bauen. Also ich glaube, wir können hier noch richtig, richtig viele Sachen basteln. Wir sollen eine Rüstung herstellen.
Mit dem Hut oder Kleehaube? Atem holen, mittlere Rüstung, leichte Rüstung, genügsam. Widerstand 5. Ich wäre schon eher für einen Milbenhut. Da brauchen wir Madenhaut, die haben wir noch gar nicht. Kleehaube können wir herstellen. Brauchen bloß noch ein Kleeblatt. Vor allem, ich suche wie ein Depp Kleeblätter, ne? Dann muss ich erstmal dran gewöhnen, dass man klein ist, dass man mehr nach oben gucken muss. Ich habe hier da unten geguckt, ob ich irgendwo ein kleines Kleeblatt sehe, aber es macht ja gar keinen Sinn. Dann müssten wir es doch jetzt herstellen können. Rüsselkäferschild. Brauchen wir auch wieder Madenhaut. Also wir müssen noch Maden finden. Bam. Haben wir es jetzt schon ausgerüstet? I'm all geared up. Bam. Da sehen wir aber doch mal richtig heftigst aus. Ich hätte Bock, noch mehr Rüstung herzustellen. Kleeponcho. Grobes Seil und Kleeblätter. Was haben wir für das grobe Seil gebraucht? Pflanzenfasern. Pflanzenfasern und Kleeblätter. Komm, wir sammeln das noch fix zusammen, dann sind wir gleich ein bisschen besser gerüstet. Kleeponcho, herstellen. Beinschienen könnten wir vielleicht auch noch machen. Erstmal den Poncho anziehen. Jawohl, wir sehen da mittlerweile aus wie ein kleiner Soldat. Geil. Also Freunde, ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr dolle freuen. Mir macht's mega viel Spaß. Ich hoffe, es wird ein langes Let's Play, was uns lange Freude bereitet. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube so, ja, alle 2 Tage werde ich ungefähr eine Folge reinschmeißen. Ich muss mal gucken, wie lange ich mit dem Schnitt und so brauche. Aber ich denke, jeden 2. Tag hauen wir mal eine raus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.